Hallo? Ich bin leider noch nicht ganz so wirklich, wie soll ich sagen, zufrieden mit dem Spiel. Ne? Es ist ein bisschen undurchsichtig. Ich sehe irgendwo eine Nummer von diesem Elektriker. Bücher sehen ganz gut aus, aber bringen mich nun mal in der Situation hier nicht weiter. Vielleicht liegt hier irgendwo in einem der Schubfächer diese Nummer vom Elektriker. Aber da hätte er mir doch irgendwie einen Hinweis gegeben, oder? Und so interessant und spannend die Mucke auch klingt, aber wenn nichts passiert dazu, dann weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich nehme trotzdem. Oh, IQ 84 von Murakami. Ist ja interessant. Das steht hier auch. Ich würde es natürlich nie auf den Boden werfen. Im echten Leben. So. Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was hier noch zu tun ist. Ich bin jetzt seit 47 Minuten an diesem Spiel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das in einer Stunde schaffe. Elektriker rufen. Steht hier irgendwo dran, welche Räume das sind vielleicht? Nee, ne? Dass ich nur Küche irgendwie. Ah, geistliche Werke der Barmherzigkeit. Erstens die Sünder zurechtweisen. Zweitens. Die Unwissenden lehren, drittens die Zweifelnden beraten, viertens die Trauernden trösten, fünftens die Lästigen geduldig ertragen, sechstens den Beleidigern gerne verzeihen. Für die Lebenden und Verstorbenen beten, leibliche Werke der Barmherzigkeit, die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Nackten bekleiden, die Obdachlosen beherbergen, die Gefangenen besuchen. Ich habe doch vorher jemand Gefangenen besucht, die Kranken pflegen, die Toten begraben. Ich habe das Gefühl, der ein oder andere Tote ist hier noch nicht begraben. Ich habe auch das Gefühl, dass das völliger Schwachsinn ist, den ich hier rede. Ja. Nee, es ist jetzt gerade echt ein bisschen komisch hier. Ich weiß nicht wirklich. Vielleicht auch, beziehungsweise ich habe nicht vergessen zu sagen, aber ich habe auch gelesen, dass dieses Spiel so gut wie durchgehend schlechte Bewertung hat. Vielleicht liegt das an dieser Undurchsichtigkeit. Ja? Mein optisch ist es ja nur tatsächlich immer noch ein Highlight, ne? Obwohl es ein paar Jahre alt ist. Aber wenn natürlich in diesem optisch wunderbaren, tollen Electrician 721833 19. So, hat mir das irgendjemand gesagt, dass die Nummer hier hängt am Schreibtisch? Hätte er doch sagen können, hätte ich jetzt nicht eine halbe Stunde hier rumgeeiert. So, 7218319. Scheint aber nicht wirklich was zu gehen, ne? Nochmal. 723831 721. Die habe ich aber. Satellite Express. Nochmal Elektriker. 7218319.
Jetzt. Ja, um die Uhrzeit, da wird keiner mehr arbeiten, oder? I'm sorry. This is not the best time for talking with me. Das wird Sie nicht viel Zeit kosten. Ich habe für Sie einen Auftrag. In Ordnung, ich rufe Sie später an. Wann ist später? Das ist nicht der beste Zeitpunkt für ein Gespräch. Ich habe für Sie einen Auftrag. Ja. Not today. I'm sorry, but I'm not in the mood for work. Wer ist das schon? Meine Steckdose in der Küche ist kaputt. Ich brauche sie sehr. Ist etwas passiert? Ich zahle Ihnen doppelt. Ist etwas passiert? Ich frage mal, ich bin so nett. What can I say? Life is not always a bowl of cherries. Ja, das stimmt. Davon kann ich auch ein Liedchen singen. Well, you know, we can comfort each other, but it still won't change a thing. Okay. Ja. Welche Tür? Die hier? Irgendeine Tür hat doch hier. Die? Irgendeine Tür hat doch jetzt gerade hier gewackelt. Ist das die Schranktür? Ja, ich bin hier. Die ist noch drin, okay. Ja, wo soll sie auch hin? Ich weiß. Soll ich das vielleicht mal da wegnehmen? Vielleicht geht dann die Orgelmusik weg. Nee. Also der Elektriker kommt wohl nicht. Vielleicht muss ich den auch nochmal anrufen. 7218319. Oh. You were supposed to kill the electrician. Der ist nicht gekommen. Der ist gar nicht gekommen. Ich möchte nichts Gefängnis. Ich möchte wohl nicht ins Gefängnis, will er damit sagen. Ich konnte es nicht tun. Er ist unschuldig. Er ist gar nicht gekommen. Ich konnte. Ich mach mal, ich möchte nicht ins Gefängnis. I've been really forgiving of your shortcomings, but I can't stand it forever. The electrician will be dead anyway. Trust me. Hast du keine Angst, dass wir aufgedeckt werden? Ich vertraue dir nicht. Naja, vertrauen tue ich mir sicherlich nicht. Hast du keine Angst, dass wir aufgedeckt werden? Forget about your child? Focus on your objective. Now you'll have to try twice as hard to make it all up. Zweifach Genüge leisten. Vielleicht sollten wir, bevor wir jemanden töten, in Erfahrung bringen, ob es wirklich verdient hat. Vielleicht müssen wir sie nicht töten. Wir machen ihnen Angst und geben ihnen die Möglichkeit, sich zu bessern. Probieren das mal, oder? Nothing entertains me as much as romantic faith in people. We won't be taking half measures. Life's a bit like a very old closet. You can find many curious things inside, or keep it closed forever. Bore its door with a drill, or I'll send you a finger of your precious daughter. Bohre or ein. Maybe even a gift from your wife. My tools are ready. Okay, ich soll ein Loch. Kann ich irgendwo die Texte eventuell nachvollziehen, was der hier gelabert hat? Ich habe mir jetzt leider nicht alles gemerkt. Ich meine aber, dass er irgendwas gesagt hat, ich soll ein Loch in die Tür bohren. Vielleicht die Schranktür. Ist, Ist gut. Wo könnte man denn hier eine Bohrmaschine haben? Bohrmaschine! Hallo. Wäre eigentlich sinnvoller, unten anzufangen, ne? Bohrmaschine. Werkzeug.
Es tut mir leid, du musst sterben. Ach so, dir wird schon nichts passieren. Rücke auf die linke Seite und sei still. Dir wird schon nichts passieren. Rücke auf deine linke Seite und sei still. Okay. Wenn das beruhigt, dann sag... Ja, in welcher Seite des Schrankes ist sie denn? Auf die linke Seite. Das heißt, sie kann da links sein oder da links. Nichtsdestotrotz, ich gehe einfach mal dahin. Toll, jetzt habe ich hier die... Hä? Achso, jetzt steckt das da. Ja, kann man den rausnehmen? Das ist ja... Hä? Nein. So you can't do it after all. You don't have to feel sorry. Trust me, you liberated her from a horrible, sinful life. Ja, ist die jetzt tatsächlich durch die Bohrmaschine hier gestorben? Hä? Bisschen komisch finde ich's. Also er hat ihr doch... Dabei habe ich ihr vorher extra noch gesagt, sie wird nicht sterben. Jemand muss das tun, das ist nicht ihre Schuld. Sie hat nur die Arbeit gemacht, für die andere freiwillig bezahlt haben. Das ändert nicht viel, es gibt immer mehr Sünder. Sie hat nur die Arbeit für die andere freiwillig bezahlt haben. Ja, machen wir das. May explain what she did, but doesn't justify her acts. The world without her is a slightly better place. Just don't think this means I forgive you the electrician's case. Der ist doch nicht gekommen, der konnte nicht, der hat schlechte Laune gehabt. Elektriker hat überlebt, das Mädchen ist tot, wir sind quitt. Du musst sinnvoller deine Opfer auswählen. Komm mal immer spaßhalber, sinnvoller. Duly noted. Just be careful what you wish for. A few names on my list would surprise you. But first I'll let you redeem your sin of omission. Go down to the basement, I've made something for you. Just don't freak out, or you'll trip over the stairs, end up on a wheelchair, like your daddy. Okay. Keller. Ja, also ist jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen, ne? Also, er hat jetzt hier gesagt, sie soll auf die linke Seite gehen, ihr wird schon nichts passieren, dann plötzlich die Bohrmaschine hier benutzt. Offensichtlich hat er sie jetzt doch damit getötet. Zumindest sagt der Typ am Telefon das. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich da auch was nicht kapiert. Jetzt sollen wir in den Keller gehen. Vielleicht mache ich erstmal die Wohnung wieder zu. Irgendwann fängt auch die Nutte an zu riechen. Nee, mach zu. Komme ich jetzt wieder rein? Ja. Also, Keller. Wo ist der Keller? Ist das ein Keller? Diese Tür geht nicht auf. Diese Tür geht nicht auf. Diese Tür geht auch nicht auf. Ja, dann gehen wir weiter runter, ne? Hier ist auch kein Licht, oder? Nee. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf. Ja, wir sind immer noch nicht im Keller. So. Das scheint die Haustür zu sein. Das heißt... Ah ja, das... Hä? Geht's da nicht durch? Aber da geht doch eine Treppe runter. Geht doch in den Keller, oder nicht? Caution, low... Ah ja. Alles klar. Dann gehen wir halt so runter. Ah, die Stunde hätten wir jetzt inzwischen übrigens. Ah. Kann ich wieder aufstehen? Ich denke nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Naja. Aber wir werden vielleicht auch nicht weit kommen, oder? Es könnte ein bisschen auch besser beleuchtet sein hier. Also da sind wir jetzt runtergekommen. Keller. Ich sehe fast nichts, ne? Da ist jemand. Hallo?
So, was machen wir mit dem Mann? Das ist bestimmt der Elektriker. Der hat so einen Blaumann an. Das ist 100 Pro der Elektriker. Deswegen konnte der auch nicht kommen, weil der ist hier gefangen. Ja. Was aber hier? Wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Ich dachte, das... Ich habe mir bestimmt irgendwas falsch gemacht. So ein toller atmosphärischer Keller hier, allerdings ja, so wirklich was sonst zu tun ist hier ja nicht. Jetzt habe ich aus Versehen den Typen schon gegrillt, den hätte ich wahrscheinlich erst im nächsten Atemzug grillen sollen oder so, oder gar nicht grillen sollen, weiß ich nicht. Kann ich den nochmal grillen? Ne, jetzt ist schon rum. Wieder in die Wohnung. Ob da das Telefon wieder klingelt, ich weiß es nicht. Ja, gehen wir halt mal wieder hoch, ne? Wenn wir es denn finden. Wenn ich den Weg nach oben wieder finde, das ist noch die nächste Sache, ey. Heieieiei. Da muss ich wieder ein bisschen ducken hier. Jetzt, das ist die Duck-Taste. Also gehen wir wieder hoch. War jetzt leider ein bisschen doof, der hat auch leider kein Wort gesagt, ne? Müssen wir mal schauen. Das müsste unsere Wohnung sein hier. Telefon klingelt auch. It's me again. Wer denn? Hör auf, mich anzurufen. Ist das die Affäre? Sag mir, was passiert ist. Are Clara and Holly at home now? Nein. Also, Wo sollten sie sein um diese Uhrzeit? Wo sollten sie um diese Uhrzeit sein? Fragen wir mal. Zweite Möglichkeit wäre, nein, ich bin alleine. Will ich nicht? Ja? I think you know by now what it is that we're playing. The electrician had already been dead before you even phoned him. By trying to, say, go against the current, you made it all worse. Now, instead of one corpse, you have two. Eigentlich habe ich drei. Ich dachte, ich hätte die Wahl. And you have, which doesn't the result will always fit your expectations. I'd recommend you limit your creativity and conform to my instructions. Now focus. I want to ask you an important question. What is your favorite fruit? Das ist eine dumme Frage. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. See, habe ich auch nicht. That's what it's all about. You have to think about all the things that never popped in your mind. Zum Beispiel? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. I think you do. I think you already considered if you are able to do it. To get rid of someone who's not a stranger. A person you know. Seems like someone like this is just heading here. Ich soll sie töten? Wieso? Das wird schwierig. Jemand, den du kennst. Es scheint, als ob gerade solch jemand hier hinkommt. Ich soll sie töten. Wieso? Was wird... Ich frage mal, ich soll sie töten? Wieso? I'm sure you'll find a few reasons. Do it for your family. You wouldn't want Clara to learn about your betrayals. Sie hat die Strafe nicht verdient. Auf jeden Fall nicht mehr als ich. Sie werden mich mit ihrem Verschwinden in Verbindung bringen. Ich mach mal das erste. You're not gonna punish yourself for your betrayals, right? It would be impractical, to say the least. You'll find an apple on the table. If she bites it, the spell will take effect. Good luck.
Deswegen liegt er die ganze Zeit da. Und ich konnte ihn auch nicht nehmen. Ja, jetzt wird es ja gleich an der Tür klopfen, wa? Soll sie sich auch erstmal die Zähne putzen gehen? Ein Kind? Wo weint denn hier ein Kind? Hä? Ist das am Telefon? Ja, ich weiß. Ich bin schon wieder auf Droge, irgendwie. Didn't expect it. Dass ich öffne, dass ich mit dir noch sprechen möchte, dass du noch die Adresse im Kopf hast? Ja, genau. Don't be sarcastic. I thought you dumped me. Ich dachte, dass du mich bereits weggeworfen hast. Du hast mich doch verlassen. Übertreibe nicht. Wir hatten nur eine flüchtige Affäre. Übers Telefon klangst du, als ob etwas passiert wäre. Mach mal das. I knew it would do the trick. Otherwise you wouldn't have let me in. Oh, you want explanation? Okay, here it goes. Maybe I realize that I'm missing something in my life. You know what I'm talking about? Nicht wirklich. Hast du mich vermisst? Fehlt dir Sex? Das ist nicht mehr mein Problem. Ich mach das mal so. Das ist nicht mehr mein Problem. Nein, ich frag mal, hast du mich vermisst? Oh, you shouldn't think I've turned sentimental. Let's just say I missed your dick. Brings nice memories. Ach so. Ja, magst du reinkommen? Hinten liegt ein Apfel auf dem Tisch. Das könnte ich dir sogar vergeben. Das, was zwischen uns beiden war, ist bereits Vergangenheit. Du solltest hier gerade nicht auftauchen. Machen wir mal das. What? You're worried she'll come back? No need to. You know perfectly well she's in a bad shape. Oh, du weißt es auch. Weißt du, wo sie ist? Ich frag mal schlecht. Weißt du, wo sie ist? Well, let's say I have a clue. Let's face the facts. Clara tries to turn you into a loony while she's running around hell knows where. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Aber wir wissen es auch nicht, ne? Du bist auf sie eifersüchtig. Ich habe meine eigenen Probleme, aber wir werden sie lösen. Ich habe... Ja, was meint sie denn? You told me that. A few years back, she blackmailed you and said, "We're gonna have a baby, or I'm gonna leave you." And that she leads you to delusions and forces you to take drugs, so she can fuck behind your back. Ich habe allerdings tatsächlich momentan den Eindruck, als würde ich irgendwelche Medikamente hier nehmen, ja? Die Eifersucht frisst dich auf, weswegen ich dir die schrecklichen Worte verzeihe. Du wirst mich nicht gegen meine Familie hetzen. Hau ab. Aber dann kann ich sie nicht töten, dann ist der Typ wieder sauer. Ich mach mal das erste. Fucking forgiveness. She'll take everything from you. Everything. Your apartment, your car, savings. She's gonna wrap you up in a straitjacket and leave you to rot. Don't call me. I'm not gonna help you.